Richtig. Nee, Kabuto ist ja, lebt ja an Land, und die Lebewesen kommen ja alle aus dem Wasser. Also es gab ja früher eigentlich, also ganz, ganz früher gab es nichts an Land. Deswegen gehe ich davon aus, dass Amonitas wohl älter ist. Aber ich kann mich auch irren. Gemma, Gemma, wo willst du hin? Okay, Gemma, danke schön. Wir wünschen dir einen schönen Abend. Wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Nee, das sind so Pfeilschwanzkrebse, die Kabutus. Alter, ja, dann wünsche ich dir ganz viel guten Schlaf Gute Nacht, und Gemma, dass du dich schlaf gut gut. erholst. Schlaf gut, Gemma. Und danke für deine Bits. Goodbye. Hoffentlich bis morgen, my friend. Habe ich jetzt alle von diesen Dingern? Nee, das ist ein Pfeifer. Stimmt, Pfeifer. Ich weiß es gar nicht. Also, Nebeneffekt. Ich habe keine Ahnung. Möglicherweise habe ich auch gerade Mist gelabert. Wo war denn dieser verdammte Baum jetzt? Welches Pokémon Gen 1 war das erste Flug-Pokémon, auf dem man fliegen konnte, was man bereits hatte? Sehr spezifisch. Ich denke, alle wissen die Antwort, aber ich glaube, dass das nicht bei jedem so war. Okay, voll krass, der Effekt. Kabuto ist noch älter, schon. Hallo Ines, how are you? Hallo Ines, geht's dir gut? Echt schon? Schon die Diablo-Story beendet? Ich habe auch gesehen, Diablo wird gerade gereview-bombt, ne? Weil schon wieder irgendein Scheiß passiert ist. Gratulation, Ines. Wie war? Ich bin durch. Ich drehe durch. Hat es sich gelohnt? Oh, ich nehme. Moin, was geht, Abis/? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, spielen und Pokémon-Quiz machen nebenzu. Also meine Frau stellt Fragen und ich scheiß hier rein. Also und spiele richtige Scheiße zusammen, wohlgemerkt. Und was geht bei dir? Und wie geht's dir? Und was hast du heute gegessen? Ich wünsche dir einen guten Appetit, Ines. Und danke für deinen Job. Guten Appetit! Es ist jemand Neues da, Maxi. Hi. Wir kennen uns noch gar nicht, oder? Kennen wir uns schon? Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Maxi, du bist Abyss. Abyss, das ist Maxi. Maxi, das ist Abyss. Hallo! Wer bist du denn? Magst du erzählen, wer du bist, was du spielst? Hast du Hollow Knight schon durchgespielt? Flip ist dann aus, hey. Oder kommst du auch von Zephy? Hast du uns so random gefunden? Also, Pokémon-Frage. Die hat noch keiner richtig beantwortet. Welches Pokémon Gen 1 war das erste Pokémon, was jeder von uns wahrscheinlich hatte, auf dem man fliegen konnte? Ja, du hast, es wurde schon beantwortet. Nee. Das war aber nicht richtig. War nicht richtig? Welches Pokémon Gen 1 konnte man als erstes fliegen? Nee, Ray war ganz nah dran.
Man konnte doch nicht auf Taubsi fliegen. Aber man konnte auch... Ich weiß nicht, ob man auf Taubsi fliegen konnte. Weißt du, ob man auf Taubsi fliegen kann? Ich dachte, man musste das bis zum Schluss machen. Nee. Tauboga ging auch. Echt? Yes. Ja, dann hat Ray recht. Ja, Ray wurde einfach gescampt, das hat er vorhin schon gesagt. Abyss Slash. Hast du Hollow Knight durch? Hast du uns durch Hollow Knight gefunden? Eieieiei. Pokémon Gen 3 Eintrag, Karmesin. Ich habe Hollow Knight No Hit 112% gemacht, aber mir geht nicht. Bei mir geht nicht viel. War heute sauer Malochen und Schreiner und musste heute in einer Schicht. Der Typ musste den Tisch haben für eine Hochzeit. Musste danach zum Arzt und wurde jetzt mit dir Diabetes diagnostiziert. Alter. Oha, wie hart. Und was jetzt? Also ich meine, was jetzt wegen Diabetes? Also bist du jetzt erstmal krankgeschrieben oder was geht ab? Muss ich jetzt Insulin mein nehmen? Mein Beileid, Mann. Ohne Scheiß. Das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm. Tut mir echt leid. Aber wie geht es jetzt weiter? Was der... Krass. Aber Respekt auch für Hollow Knight. No Hit. Heftig, ja. Krass. Heftig. Pokémon Gen 3 Eintrag Karmesin. Dieses Pokémon liebt ein ordentliches Kräftemessen. Es ist stark genug. Hä? Und mit der Flachen hat einen rasenden Zug auf. Ja, das klingt nach Hariyama. Sauber. Alter, Abyss Slash, mein Beileid. Ich heule jetzt dann so hart, ne? Ich brauche meine. Ich habe 3000 Geo. Oha. Wie? Andi? Hallo Andi! Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Was geht? Lange nicht gesehen, Mann. Geht's dir gut? Wie war deine Zeit? Ist halt echt so. Andi ist ein Shiny Legendary. Ganz okay, soweit. Bin ziemlich raus aus Discord und Twitch momentan. Oh ja, aber geht's dir gut? Geht's dir gut, my friend? We missed you. Ohne Scheiß, wir haben ziemlich oft über dich gesprochen. Die Arbeit muss ich ja trotzdem. Ich muss ja Miete bezahlen. Sorry, dass ich in der letzten Nachricht nicht so gut geschrieben habe. Ich bin müde. Ey! Wir sind hier, es ist hier auch wirklich einfach scheißegal, wie du schreibst. Wenn ich es lesen kann, dann lese ich es. Ist mir egal. Und wenn, brauchst keinen Komma, keinen Punkt, keinen, ist mir echt vollkommen Wayne. Wir haben ja andere Totalausfälle schon da gehabt, das ist okay. Ja, krass, Abyss Slash, das tut mir echt so unglaublich leid, ne. Ich hoffe nur Gutes. Ey, also über dich gibt es recht wenig Schlechtes zu sagen, Andi, muss ich sagen. Und ja, also Regine, erstes Bild wusste ich sofort, was gemeint ist. Maxi, da schau, das sind die Dinger, was der Regine gemeint hat. Ey, ich hoffe, Abyss Slash, ich hoffe, dann können wir dir hier einen Abend ein bisschen versüßen mit meinem Kack-Gameplay und mit dem komischen, ganz genau, Zeppi. Du hast genau gewusst, worauf ich hinaus will. Kannst du mir fett? Warte. Kannst du mir fett? Alter. Aber schön, dass du mal wieder da bist, Andi. Wir haben dich echt vermisst. Ohne Scheiß. Ich freue mich richtig hart. Ja, Abyss Slash, dann hoffen wir, du wirst heute eine erholsame Nacht finden. Und vielleicht noch ein bisschen erholsames, schlechtes Hollow Knight Gameplay angucken können. Und ich hoffe, wir sehen uns jeden Tag wieder.
Was für eine heftige Nachricht einfach nur. Das würde mich einfach vernichten. Wie ist mit Zocken, Andi? Zockst du dann gerade auch gar nicht so viel oder was geht ab? Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne, ich schwöre, ich heul wie ein kleines Kind. Welches Pokémon ist auch japanischer Pornostar? Johnny Sins. Der ist alles der Johnny Sins. Boah, keine Ahnung. Fossila? Octillery? Ah! Das... Ja, stimmt. Ah. Wegen Octopus. Der Ray hat die Maxi gemacht. Da kommt ein, mache ich noch, bevor ich Zähne putzen gehe. Welches Pokémon stellt sich auf seinen Schweif, um die Umgebung zu überblicken? Gen 2. Achso, das ist bei uns so ein bisschen so ein Running Gag. Die Maxi, wenn die einen Witz macht, dann erzählt die danach immer, wie der Witz funktioniert. Und ja, das weiß hier keiner, weil das ist so eher so meine Family und ihre Family und so. Ja. Wieso, Alter? Jetzt komm, mach noch 15. Ich muss halt um 4 los, bin nach Bochum. Bis nach Bochum fahren, da wohnt ein Kumpel von mir und der hat morgen Geburtstag. Da muss ich um 7 mitten in die Niederlande fahren zu meiner Schwester, weil ich bei meiner Nichte Geburtstag habe. Dann muss ich in die Niederlande nach Sieberding ins Sauerland zu meinem Eltern. Alter! Da ist aber viel vor. Du hast ein Heft, also dein Zeitmanagement ist echt krass und eng und es ist wirklich, boah, krass. Heftig. Was eine Action, Mann. Boah, da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg bei. Ja, dass du auch alles einhältst, ey. Und dass deine Kräfte vor allem nicht ausgehen. Ja. Das klingt so, als wenn du eher Erholung mal brauchst. Ja. Ein bisschen chillen. Ein bisschen Urlaub. Hört sich nach einem stressigen Tag an, ja. Ey, das würde ich aber auch sagen. Ich hoffe, du kannst dich danach wirklich gut erholen. Sag denen, ich muss raus. Fire Lurk 9. Fire Lurk. Fire Lurk. Kennst du? Weiß ich nicht. Danke für dein Follow. Was geht ab? Schöner Name. Wer bist du? Kennen wir dich? Nein, noch nicht, aber bald. Es geht. Okay, gut. Okay, das hat sich gerade alles erledigt. Ich dachte, du bist ein zweiter Account von jemand anderem, aber an dem, was du jetzt gerade geschrieben hast, weiß ich, dass du das nicht bist. Wie geht's dir? Alles klar. Schön, dass du da bist. Danke für dein Follow. Was geht ab? Hallo Firelurk, ich bin Maxi, du bist Firelurk. Firelurk, das ist Maxi. Maxi, das ist Firelurk. Hallo. Wie geht es dir? Ray, ich weiß, wen du meinst. Ja. Du hast auch gedacht, du weißt es nicht, oder was? Warte nur. Nein. Wen denn? Vielleicht wäre es möglich, dass du das nicht sagst. Oh. Entschuldigung. Wir wissen alle, wen er meint. Hä, wie können wir denn wissen, wen er meint und ich nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also erstens mal, Firelurk, es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Es gibt nur jemanden, der hat einen ähnlichen Namen wie du. Und Ah, ich ich glaube, dachte, ich weiß wen. du hast das, du bist vielleicht zweiter Account, aber es ist wunderbar, dass du das nicht bist. Wie geht es gut, Maxi? Ja, ich heiße Achso, du Maxi. hast dich gerade vorgestellt. Ich dachte gerade, what? Wie Das ist kann ich krass. dir helfen, Feierle? Möchtest du auch ein Pokémon erraten? Ich werde jetzt extra für dich. Kennst du Pokémon Gen 1? Firelock? Maxi, wie geht's dir? Du darfst zwar alles essen, aber du musst nicht alles wissen. Ich darf nicht alles essen. Wir leiden alle darunter. Warte mal, bin dann erst um 6 nach Haus. Nachts raus chillen wäre echt schön, aber die Arbeit ruft und die Ferien nehme ich mir auf meiner Schreinerei erstmal Ferien für eine Woche. Danach direkt wieder in der Woche bei 30. Junge, mach mal ein bisschen Chill mal ein halblang. bisschen, Erbis. Was geht denn? Muss doch mal ein bisschen leben hier. Uns geht's gut. Firelurk, kennst du Pokémon Gen 1? Ja, ich hab's schon verstanden, Sevi. Ich war nicht so der Pokémon-Fan, hab aber früher ab und zu mal, hab's aber früher. Seid mir nicht böse, überhaupt nicht. Okay, ich werde dir jetzt eine Pokémon-Frage Aber nein, stellen. warte kurz. Zuerst mal, spielst du Hollow Knight? Bist du durch Hollow Knight auf mich gestoßen? Weil dann kannst du dir ja hier Gameplay geben. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Also es ist auch vollkommen okay, wenn du einfach nur da bist. Wir freuen uns. Mein Kopf immer, wenn ich von der Person lese. 9 von 10 Menschen leiden unter starkem Durchfall. Das bedeutet, einer steht voll drauf, sich den Arsch zu ruinieren. Ja. Verstehst du es nicht? 10 Menschen, die Durchfall haben. Und nur 9 davon leiden. Ach so. Aha. Alter Maxi, heute stehen wir wieder auf dem Schau, auf dem Bauchlinie. Ich hab's verstanden. Nein, hast du nicht. Ich hab dir erklärt, Verstanden. ich raste aus. Hab's verstanden. Regine. 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 Ich muss Regines Psychose stärken. Nicht, dass er denkt, ich bin echt. Regine. Da halt meine Stimme wie 9 von Tempest. 10 Mitarbeitern lieben Mobbing. 9 von 10 Mitarbeitern würden Mobbing befürworten. Ach Leute. Das sind alle die Geißen. Also, Firelock, ich stelle jetzt eine Frage. Bist Macht du Gen denn? 1, vielleicht kennt ihr das so. Bist du da, Firelock? Hab mal Hollow Knight gezockt und ihr seid sympathisch aus. So bin ich zu euch gestoßen, was ist die Pokémon-Frage? Vielleicht kann ich sie beantworten. Okay. Du siehst auch sympathisch aus, Firelurk. Also, Firelock, keiner beantwortet die, die darf nur Firelock beantworten. Welches Pokémon hat 9 Schwänze? Welches Pokémon hat 9 Schwänze? Ja, aber das weiß ja Firelurk noch nicht. Ich verstehe dich. Firelock, weißt du die Antwort? Ist das Eis-Pokémon oder habe ich. Hab vergessen, wie es hieß. Nee, es ist kein Es ist Eis-Pokémon. kein Eis-Pokémon. Pikachu, Zephyr. Pikachu! No. It's Glaubarian. Fuck! Kiss. Ja. Wie ist das Arm? Neun Du darfst gerne Schwänze. nochmal raten, Firelurk. Du könntest aber auch einfach ein einfacheres Pokémon nehmen. Wenn es weiblich oder männlich ist. Hat es 9 Schwänze? Ihr wisst es doch alle. Okay. Ich werde dir eine andere Frage stellen. Hast du die Pokémon-Serie geschaut? Firelurk? Welches Pokémon hat einen Gesang, welches jedermann einschlafen lässt? Oh shit. Ja, Regine, das kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Mein Gesang lässt jeden schreiend wegrennen. Ich wurde mal aus einer Gesangsgruppe Die geworfen. Maxi wurde aus dem Chor geworfen. Ja. Und ich habe das so trocken rausgehauen, dass es echt 10 Minuten, 10 Sekunden da stand und nicht wusste, ob ich das ernst meine.